Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Heute fahren wir fort, liebe Geschwister, in eurer geehrten Anwesenheit mit der Erklärung des Buches 40 Hadithe von An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Und das letzte Mal, wer war das letzte Mal hier von euch, von den hübschen Menschen? Okay, was haben wir gesagt? Diese Hadithe, diese 40 Hadithe, sind es 40 oder mehr? Na, das sind? 42, richtig. An-Nawawi rahimahullah ta'ala hat Hadithe zusammengestellt, die uns ein allgemeines Verständnis über die Religion geben. Denn, wie wir schon oft und immer wieder sagen und weiter sagen werden in Zukunft, gibt es ein Problem, dass manche Leute ein Hadith vielleicht lesen, aber sie kennen die anderen 5 oder 6 oder 7 Hadithe nicht, die zum selben Thema gehören. Und daher ist es unabdingbar für einen jeden Schüler des Wissens, dass er auch die Erklärung, nicht nur von den Ayat, das ist sowieso klar, von den Versen, die im Koran al-Karim vorhanden sind, sondern auch von den Ahadith, die wir haben, brauchen wir die Erklärung. Warum? Weil wenn du die Erklärung nicht kennst und die anderen Ahadith nicht mit betrachtest, dann kriegst du vielleicht ein ganz anderes Urteil. Aber nimmst du alle Beweise zusammen, dann hast du wiederum ein anderes Urteil. Und daher ist es wichtig, dass wir auch diese Hadithe mit Erklärung lesen. Und diese Hadithe, die An-Nawawi rahimullah hier zusammengestellt hat, geben uns ein allgemeines Verständnis über die Religion. Heute, bi'idhnillah samil alim, sprechen wir über den zweiten Hadith von An-Nawawi, den er in seinem Buch 40 Hadithe gesammelt hat. Und zwar ist die Überlieferung bei Imam Muslim an Umara ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda qala baynama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama idh tala'a alayna rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Während wir, sagt Umar ibn al-Khattab, und wir haben gesagt, ein Beiname von Umar ibn al-Khattab war Abu Hafs. Was heißt Hafs? Das war eure Hausaufgabe vom letzten Mal, da wusstet ihr es nicht. Allahumma barik, bist du auch ein Löwe? Die Mähne ist schon mal da, das ist gut. Möge Allah unseren Bruder segnen. Umar ibn al-Khattab hat diesen Hadith getätigt und ihr werdet euch wundern, niemand hat den Hadith erzählt außer er. Und wir kommen dazu, warum? Es heißt, während wir an einem Tag beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam saßen, kam vor uns ein Mann mit schwarzem Haar, also dunkelschwarzem Haar. Schwarz ist schon dunkel, aber es wurde nochmal übertrieben in dieser Ausdrucksweise. Er hatte weiße Kleidung und es waren an ihm die Spuren der Reise nicht zu erkennen. Und keiner von uns kannte ihn. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Schließlich sagt Umar ibn al-Khattab, setzte er sich zum Propheten. Dieser Mann, der Fremde, der von den Leuten nicht gekannt wurde. Es kam irgendein Mann und normalerweise kannte ihn mindestens einer. Und ihr müsst euch vorstellen, das war nicht in der Moschee, das war eine Sitzung gewesen. Und so kam dieser Mann und setzte sich einfach zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Niemand kannte ihn und die Spuren an der Reise waren nicht an ihm zu sehen. Er setzte sich zu ihm, wobei er mit seinen Knien die Knie des Propheten sallallahu alaihi wasallam berührte und die Handflächen auf seine Oberschenkel legte und zu ihm sprach: O Muhammad, berichte mir vom Islam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam antwortete darauf: Der Islam ist, dass du bezeugst, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Dass du das Gebet verrichtest, die Zakat entrichtest, den Ramadan fastest und zu dem Haus Allahs pilgerst, sofern dir dies möglich ist. Qala sadaqt, fa'ajibna lahu, yas'alhu wa yusaddiqu. Qala akhbirna 'anil iman. Qala أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Er, der Mann, sagte: Du hast recht.
Er fragt ihn und sagt, du hast recht. Und wir wunderten uns über ihn, dass er ihn zuerst fragt und seine Worte dann selbst für wahr erklärt. Er sagte weiter, der Mann, so berichte mir vom Iman, von dem Glauben an Iman, so sagte er, sallallahu alaihi wasallam, dass du an Allah glaubst, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten und den jüngsten Tag und dass du an die Vorherbestimmung sowohl im Guten als auch im Schlechten glaubst. Qala, akhbirni an al-ihsan. So berichte oder berichte mir von al-ihsan. Ihsan kommt von Hasan und Ihsan bedeutet etwas gut machen. Qala an ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa'innahu yara. Er sagte, dass du Allah in einer Art und Weise dienst, als würdest du ihn sehen. Und wenn du ihn auch nicht siehst, so sieht er dich. Qala akhbirni 'an as-sa'ah, dann sagte er, berichte mir über die Stunde. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alam min as-sa'il. Derjenige, der gefragt wurde, weiß nicht mehr als der, der gefragt hat. Qala akhbirni 'an amaratiha. Er sagte, berichte mir über die Stunde, über die Zeichen der Stunde. Qala an talid al-amatu rabbataha. Dass eine Sklavin ihren eigenen Herrn zur Welt bringt. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. So sagte er über die Anzeichen der Stunde, dass die Sklavin ihre eigene Herrin zur Welt bringt und barfüßige, nackte und bedürftige, sozusagen Araber, dass du siehst, wie Schafhirten sich auf einmal gegenseitig im Bauen von Hochhäusern übertreffen. فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Dann verweilten sie eine Weile und dann ging diese Person, der Fremde, weg und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Omar, weißt du, wer dieser Fragende war? Dann sagte er, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Dann sagte er, dieses war Jibril, er ist zu euch gekommen, um euch die Religion beizubringen. Allahu Akbar. Wenn wir sagen, er ist zu euch gekommen, um euch die Religion beizubringen, dann könnt ihr euch vorstellen, diesen Hadith, den wir heute bi'idhnillahi samil alim mit der Gunst Allahs azza wa jal studieren werden, er bringt uns was bei? Was bringt er uns bei? Ihr habt es gehört gerade. Die gesamte Religion. Die gesamte Religion. Und hier haben wir jetzt natürlich verschiedene Dinge, die wir betrachten müssen. Wer kam? Wer war diese Person? Was wollte er? Warum setzt er sich hin und fragt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und bestätigt ihn dann? Wusste er Bescheid oder wusste er nicht Bescheid? All dieses werden wir klären, bi'idhnillahi samil alim. Erstmal solltet ihr wissen, dieser war Jibril alaihi salatu wasallam. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass er in Menschengestalt zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, denn die Engel können sich verwandeln, unter anderem in Menschen. Und so heißt es in einer Überlieferung an Aisha radiyallahu anha, und die Überlieferung ist bei Bukhari, der zweite Hadith von Al-Bukhari radiyallahu anha, an al-Haritha ibn Hisham radiyallahu anhu wa arda, سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ Er fragte einen Sahabi, den Gesandten صلى الله عليه وسلم, und das war Harith, Al-Harith رضي الله عنه, wie kommt die Offenbarung zu dir? Ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, das ist eine göttliche Offenbarung. Wie hat sie den Gesandten صلى الله عليه وسلم erreicht? قال, dann antwortete er ihm, er sagte, أحيانا يأتيني مثل صلاة الجرس. Manchmal kommt diese Offenbarung zu mir wie der strenge Klang einer Glocke. Ihr wisst, die Glocke, wenn sie läutet, dong, dann hörst du dieses Geräusch. Es ist ein lautes Geräusch, ein penetrantes Geräusch. Er sagte, dieses kommt zu mir wie der Klang von einer Glocke. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيْهِ Und dieses ist für mich die schwerste Art der Offenbarung. Das heißt, das war sehr schwer für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dieses zu empfangen, diese Offenbarung.
Dann sagte er, فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِنْتُ عَنْهُ مَا قَالْ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولْ. Er sagte, außer diesem Klang der Glocke, so gibt es eine andere Art. Manchmal erscheint der Engel vor mir in der Gestalt von einem Menschen und spricht zu mir und ich bewahre in meinem Gedächtnis, was er sagt. Wer kennt noch andere Arten der Offenbarung, außer dass Jibril alayhi salatu wasalam direkt zum Propheten sallallahu alayhi wasalam gekommen ist? Bitte schön. Träume, sehr gut. Die Träume von einem Propheten sind Offenbarung. Nicht von einem Sufi, von einem Prophet. Weil der Sufi sagt dir, حَدَّثَنِي قَلْبِ عَنْ رَبِّي. Mein Herz hat mir von meinem Herrn Allah berichtet. Der braucht keine Überliefererkette. Weder die Sahaba, noch Jibril, noch den Propheten, er berichtet direkt von Allah Azza wa Jal. Dann hat er nicht nur einen Traum, einen wunderschönen Traum. Er sagt, Allah hat mich zu einer Stufe erhoben, wo ich jetzt nicht mehr Allah dienen muss. Die Gebete sind für mich hinfällig. Dann sagen wir, MashaAllah Aleik, schön, dass du das von dir denkst, aber nicht mal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte diese Stufe, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Diene deinem Herrn zu Allah, bis zu dir die Gewissheit bedeutet, der Tod kommt. Wie kommt das, dass du eine bessere Stufe hast als Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Richtig, Träume, was noch? Ja, ja, schön, schön die Antwort. Was noch? Manchmal, bitteschön. Kulna hada, ma hada huwa al-hadith, ma hada shahid al-hadith, na'am. Direkt, richtig. Das heißt, das sind Arten der Offenbarung. Manchmal war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf eine Dabbe, auf einem Reittier, und als er die Offenbarung bekommen hat, ist das Reittier zusammengebrochen. Manchmal saß ein Sahabi neben ihm, wobei der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie saßen in einer Art und Weise, sein Oberschenkel war sozusagen über die Beine von einem anderen Sahabi, dann kam die Offenbarung, der Sahabi sagte, ich hatte das Gefühl, mein Bein bricht gleich. Subhanallah, die Offenbarung war schwer für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und das war nicht irgendeine Offenbarung, sondern Allah azza wa jalla hat bestätigt, dass das schwere Worte sind. Diese schweren Worte sind der Koran, liebe Geschwister. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir diese Worte verinnerlichen und kennen und lieben und versuchen danach zu leben, was das Wichtigste ist. Es wurde berichtet von Ibn Jibrin, einer der Großgelehrten, der vor einigen Jahren verstorben ist, rahmatullah alayh. Ein Schüler sagte, Ibn Jibrin schaute 40 Jahre nicht in den Koran herein. Er hat nicht das Buch 40 Jahre in die Hand genommen. Dann haben sich die Leute gewundert, weil sie dachten, warum? Was gibt es für einen Grund, dass er nicht den Koran in die Hand nimmt? Dann haben sie den Schüler gefragt und er sagte, es war eine Beleidigung für ihn, dass man nachlesen musste. Solche Wörter sollte man im Herzen verinnerlichen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma allimna al-Quran, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahmin. Das sind Leute gewesen, die verstanden haben, was diese Offenbarung bedeutet, liebe Geschwister. Und schaut mal, subhanallah, wer sagt mir, was ist das Schöne an der Ayah, inna nahnu nazzalna dhikr, wa inna lahu lahafidhun. Wir haben die Ermahnung, das bedeutet den Koran, herabgesandt und wir werden ihn beschützen. Wie beschützt Allah die Offenbarung? Den Koran. Wie beschützt er ihn? Bitte schön. Also jetzt, wenn das Buch weggeht, dann haben wir genügend Hafiz und so weiter. Inshallah gehörst du auch dazu. Richtig. Wir haben genug Leute, die den Koran auswendig kennen. Merkt ihr das auch im Gebet, wenn einer durcheinander kommt? Gibt es 10, die korrigieren. 9 davon falsch und einer richtig. Alhamdulillah. Allah al-Musta'an. Auch im Ramadan. Ich habe gehört, ihr werdet hier wieder den ganzen Koran durchlesen. Möge Allah uns alle Ramadan erreichen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns jeden Tag At-Tarawih-Gebet hier in der Gemeinschaft verrichten lassen. Allahumma amin. Da seht ihr, da wird der ganze Koran durchgelesen. Und trotzdem gibt es Leute, die korrigieren können. Warum?
weil sie haben dieses Buch auswendig. Manchmal ist das einer, den keiner eine Beachtung schenkt. Das ist einer, der kommt manchmal hierher, manchmal ist er da, manchmal nicht. Ist keiner, der vielleicht dauernd bei den Unterrichten oder so sitzt. Aber du siehst, subhanallah, was diese Wörter für eine Stellung bei ihnen haben. Natürlich, Jibril alayhi salatu wassalam, von wo ist er gekommen? Wer sagt mir, von wo ist er gekommen? Schaut mal, wie er beschrieben wurde. Er hatte saubere weiße Kleidung. Und damals, die Reisen waren anders als heute. Wenn du heute mit deinem Anzug in einer schönen Gestalt nach Japan verreist, wird man dir die Reise anmerken? Überhaupt nicht. Aber damals, wenn du von Asch-Sham nach Medina gereist bist, wer sagt mir, wie lange ist diese Reise von Asch-Sham nach Medina? Ungefähr? Ein Monat, sagt Ibn Kathir, rahimullah ta'ala. Ein Monat Reiseweg. Deswegen war das verwunderlich, die Nachtreise, als der Prophet sallam dann beschrieben hat, was er alles auf dem Weg gesehen hat. Und er war nicht mal eine Nacht abwesend gewesen. Subhanallah, da haben sich die Leute gewundert. Das heißt, ein Monat hin und ein Monat zurück, das war bei ihm in einem Teil der Nacht, hat Allah azza wa jalla subhanahu ihm diese Nachtreise ermöglicht. Aber damals, die Reise war ein Monat lang auf einem Reittier, durch die Wüste, durch den Schmutz. Und das Wetter ist dauernd umgeschlagen. Das heißt, die Reise hat sich schon bemerkbar gemacht auf die Leute. Aber er kam, was? In einer prächtigen Kleidung. Weiß gekleidet und, das ist natürlich die Lieblingsfarbe, wie ihr wisst, man soll die weiße Kleidung tragen und man wird, was? Dafür belohnt. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, unsere Toten werden in was gekleidet? In weißem Leichentuch. In einem weißen Leichentuch. Deswegen, die weiße Kleidung ist beliebt. Du wirst noch belohnt dafür, bi'idhnillah ta'ala. So kam Jibril alayhi salatu wassalam von wo? Wer sagt mir, von wo kam er? Wenn er so prächtig aussah, so dass die Spuren der Reise nicht an ihm sichtbar waren. Von wo kam er? Traut euch. Noch können wir korrigieren. Bitteschön. Er kam von ihm. Subhan al-Malik. Allah, der Allgewaltige, subhanahu wa ta'ala. Und ihr solltet wissen, liebe Geschwister, Jibril ist nicht irgendein Engel, sondern in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari hieß es, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Rückweg war, er war ja in der Höhle Hira, wo er was bekam? Die erste Offenbarung. Welche Eier war das? Du mit der Brille siehst besonders schlau aus. Vergessen, hä? Lies, richtig. Auf Arabisch? Kein Problem. Bitte schön. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana. Subhanallah. Diese ersten Verse hat er offenbart bekommen. Wo? In der Höhle. Und dann ging er nach Hause und Al-Bukhari überliefert, als er Jibril gesehen hat und er hat ihn zweimal in seiner authentischen Form gesehen. Das heißt, so wie Allah azza wa jalla ihn erschaffen hat. Wie viele Flügel hatte Jibril alayhi salatu wassalam? 600 Flügel. Und ein jeder Flügel, die Überlieferung ist bei Imam Ahmad, ein jeder Flügel bedeckt den gesamten Horizont. Als das Volk von Lut, Abu Homo und Homo, als diese üble Tat gemacht haben, diese abscheuliche Tat gemacht haben und der Befehl Allahs azza wa jall ergangen ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala Jibril beauftragt, mit ihm die Erde umzudrehen. Was hat Jibril alayhi salatu wassalam gemacht? Er kam und hat mit einem Teil von einem Flügel, nicht von 600, mit einem Teil von einem Flügel die gesamte Erde hochgehoben, auf den diese Leute, die Übeltäter, die Verbrecher gewesen sind, er hat sie nach oben bis zum ersten Himmel gebracht und umgedreht. Und so sind sie runtergefallen. Die Gelehrten sagen, weil diese Leute die Fitra, die natürliche Veranlagung, normalerweise kommt ein Mann mit einer Frau zusammen, richtig? Adam und Hawa. Es war nicht Adam und Adam, a'udhu billah. Sondern es besteht aus einem Mann und einer Frau. Aber diese Leute haben was? Die natürliche Veranlagung umgedreht. Und so wurden sie auch umgedreht. Und das war nicht die einzige Strafe, sondern die Steine wurden gekennzeichnet zuvor in As-Sijil, im Feuer, erhitzt und dann bekam jeder Einzelne einen Stein, der für ihn gekennzeichnet war. So war die Strafe von diesen Übeltätern. Möge Allah uns vor dem Übel derjenigen bewahren, die nichts anderes machen, außer Allahs Religion in Verruf zu bringen. Allahumma amin. Schaut mal, subhanallah, das war Jibril alayhi salatu wassalam, der die Offenbarung mit sich getragen hat.
Und dieser ist zu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gekommen. Und er fing an zu fragen. Er fragt: Jibril ist für welche Aufgabe zuständig? Wer sagt mir, was ist die Aufgabe von Jibril? Und so hat ein jeder Engel Aufgabe. Allah Azza wa Jal hat sie nur erschaffen für die Ibadah. Und sie haben bestimmte Aufgaben, diese Engel. Welche Aufgabe hatte Jibril, alayhi salatu wassalam? Er war zuständig für die Offenbarung. Was denkt ihr, dass er Wissen hat oder kein Wissen hat? Natürlich, er hat Wissen. Aber man muss nicht immer fragen, weil man nicht weiß. Wer kann mir eine Situation nennen, wo jemand fragt, obwohl er weiß? Na, sehr gut. Ein Lehrer, die Schüler. Stellt euch vor, ein Sheikh sitzt hier, also nicht ich, sondern ein richtiger Sheikh, sitzt hier an meinem Platz und einer sieht, dass unter den Shabab, die hier alle sitzen, möge Allah euch segnen und euch leuchtend machen, Yawm al-Qiyamah, er sieht, die meisten beten nicht. Dann fragt einer aus dem Publikum, er sagt, oh Sheikh, wie ist das Urteil von demjenigen, der nicht betet? Kennt er die Antwort? Warum fragt er? Bitte? Damit der Sheikh das für die Leute beantwortet, die nicht beten. Richtig, sehr gut. Damit der Sheikh antwortet für diejenigen, die nicht beten. Und er antwortet nicht nur einer Person, sondern alle bekommen das mit. Alle bekommen das mit. Das heißt, das hat auch einen Nutzen. Du kannst aber auch fragen, damit du weißt, hat er die Wahrheit gesprochen? Hat er die richtige Antwort gegeben? Natürlich. Es war nicht so, dass Jibril alayhi salatu wassalam nicht über die Antworten Bescheid wusste. Vielmehr wusste er darüber Bescheid, alayhi salatu wassalam, aber er hatte diese Aufgabe gehabt, liebe Geschwister. Dann kam er und fragte nach der Bedeutung vom Islam. Und hier möchte ich nur eine Sache dazu sagen, liebe Geschwister. Wir haben viele Geschwister, die sind schon seit Jahren praktizierend, möge Allah uns und sie bewahren. Aber sie kennen die Definition vom Islam nicht. Sie kennen die Definition vom Islam nicht. Und das ist natürlich sehr schade, zumal wenn wir uns mit einer Religion identifizieren. Schaut mal, was kritisieren wir jetzt zum Beispiel an den Christen? Beispielsweise, was kritisieren wir an sie? Bitte. Dass sie Islam... Nee. Allgemein, kennen sie ihr Buch oder kennen sie nicht ihr Buch? Sie kennen ihr Buch nicht. Sahih? Sie wissen nichts von ihrem Buch. Aber wollen wir so sein wie sie? Schaut mal, wie Allah Azza wa Jal Subhanahu sogar ein Volk beschrieben hat, auf die er zornig war. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا. Das Beispiel von denen, die die Tora bekommen haben, At-Tawrat, das Buch, es war ursprünglich von Allah Subhanahu wa Ta'ala, ist wie das Beispiel von einem Esel, der Bücher worauf trägt? Auf seinem Rücken. Hat der Esel etwas davon, von diesen Büchern? Aber was steckt in diesen Büchern? Wissen. Aber der Esel hat nichts davon, sondern er trägt nur die Last. Und wir haben Leute, die gar nichts wissen über die Religion. Und wir kommen dazu, dass das sehr gefährlich ist. Und wir haben Leute, die wissen einiges über die Religion, aber sie praktizieren es nicht. Und beides ist übel. Denn die einen sind die Christen und die anderen sind die Juden. Das sind die Worte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die Christen haben kein Wissen und handeln. Während die Juden Wissen haben, aber nicht handeln. Und er sagte, die Muslime, sie haben Wissen und handeln. Hat er uns gemeint? Ich frage euch, hat er uns gemeint, wenn wir weder Wissen haben, noch danach handeln? Wir wollen uns doch angesprochen fühlen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er uns so beschreibt. Ja, subhanallah, keiner sagt dir, du musst ein Gelehrter werden. Aber die Basics, die Basis muss da sein. Mindestens, dass du weißt, was es bedeutet, ein Muslim zu sein. Und ich werde euch danach fragen, inshallah, damit wir heute einen Schritt nach vorne machen, was der Islam ist. Er sagte, alayhi salatu wassalam, als er diese Frage bekommen hat, was der Islam ist, er sagte, liebe Geschwister, der Islam ist deine Bezeugung, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah
und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, dass du das Gebet verrichtest, die Zakat entrichtest, den Ramadan fastest und zu dem Haus, welchem Haus meinen wir? Nein, du bist gerade woanders. Welchem Haus meinen wir? Kaaba. Und zu dem Haus pilgerst, sofern dir dies möglich ist. Hier gibt er uns einen Überblick, was der Islam ist. Und ihr solltet eins wissen, liebe Geschwister. Schaut mal. Erstmal auch der Adab von Jibril alayhi salatu wassalam, wie er Knie an Knie saß. Okay? Und das war immer die Methodik der Früheren. Ihr werdet niemals einen Gelehrten der Salaf sehen, von den besten Generationen. Weil damals, gab es Universitäten damals? Gab es Schulen? Nein. Was war die Art und Weise, Wissen zu erlangen von den Imamen aus der Moschee? Richtig. Und man saß Knie an Knie. Denn derjenige, der nach Wissen strebt, muss erstmal was haben? Was muss er haben? Adab bin ich. Heutzutage, wenn die Leute sitzen, der sitzt so, als ob er im Solarium liegt. Fehlt nur noch die Lampe über seinen Kopf. Ich kann mich noch erinnern, wir saßen einmal bei einem Schüler von Sheikh Taqiddin, Rahmatullah alayhi, Rahmatan Wasa, einer der großen Gelehrten. Er war im Übrigen auch in Deutschland gewesen und es werden jetzt viele Werke von ihm übersetzt in nächster Zeit, wie Ibn al-Samil Alim. Kennen ihn leider nicht so viele. Und als wir bei einem Schüler von ihm saßen, hat er einen Satz gesagt, der ist mir bis heute in den Ohren. Und er meinte damit bestimmte Leute, die komisch gesessen haben. Natürlich, manche haben Knieprobleme oder sonstiges, aber man sitzt nicht bestimmte Sitzarten. Wer sagt mir, welche Sitzarten sind in jedem Fall zu vermeiden? Bitte schön. Eine Hand hinten anlegen. Richtig. Welche Hand? Was sagt er? Die linke Hand, richtig. Hada man hiyun anhu. Das hat der Prophet sallam untersagt. Auf der linken sich zu stützen. Linke. Manche Gelehrte sagen, die rechte ist hier nicht mit gemeint. Auf der linken sich abzustützen, sozusagen die linke ist hinter dem Rücken und man stützt sich so ab, das ist untersagt. Das ist untersagt. Bitte schön. Füße ausstrecken. Füße ausstrecken und dabei? Die Hände hinten abstützen und dabei die Füße ausstrecken. Die Hände hinten abstützen. Na, bitte, bitte schön. Ich habe eine Frage. Erstmal, welche Sitzarten sind nicht in Ordnung? Fuß über Knie. Also, die wir jetzt, genau. Wir haben Sitzarten. Jetzt, wenn man im Schneidersitz sitzt, kein Problem. So wie ihr alle sitzt, im Schneidersitz, kein Problem. Oder noch besser ist auf den Knien, wie wir das hier aus dieser Überlieferung erfahren haben. Aber es gibt Leute, der sitzt eine komische Sitzart. Nein, manche liegen sogar auf dem Bauch und gucken wie ein Wal nach oben. Wie diese, wie heißen die? Die mal so Robben? Robben. Robben, ne? Achso, der Begriff ist auch von dem Tier gleichzeitig. Ja, na. Dieses ist zu unterlassen. Denn über manche Sitzarten sagte der Prophet sallam, sitzt nicht so, denn diese Sitzart macht Allah zornig. Eine andere Überlieferung ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und diese Überlieferung ist umstritten, er sagte, das ist die Sitzart der Höllenbewohner. Insofern sollen wir versuchen, richtig zu sitzen. Auch, liebe Geschwister, manchmal haben wir Leute, die sind leider hier groß geworden und haben nicht so viel Adab gelernt, der streckt seine Füße vor seinem Vater aus. Ja, am liebsten will er seinem Vater noch die Füße so vorm Gesicht wedeln. Riecht mein Fuß? Ja oder nein? Das ist ohne Adab. So etwas tut man nicht. Weder gegenüber dem Vater noch gegenüber der Mutter und auch nicht den anderen Menschen gegenüber. Sondern das ist eine Sache, die man unterlassen sollte. Und hier haben wir die Art und Weise, wie man sitzt. Warum? Du brauchst Adab, damit du Wissen erlernst. So sagten die Schüler von Imam Malik, rahimullah ta'ala, wie Ibn Wahb, einer der Schüler von Imam Malik, berichtete, wir lernten mehr vom Adab, vom Benehmen von Imam Malik, als von seinem Wissen. Was bedeutet das? Das gehört zu einem Talibul Ilm, dass er Adab hat.
Was hat ihnen das Wissen sonst gebracht? Wallahi, was hat ihnen das Wissen sonst gebracht? Das Wissen muss dich verändern. Und dein Charakter muss schöner werden. Wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, Ad-dinu kulluhu khuluq. Die gesamte Religion ist Benehmen, Charakter. فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ قَدْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ. Wer zu dir mit viel Charakter, Benehmen gekommen ist, so ist er mit viel Religion zu dir gekommen. Weil das gehört zur Religion. Und deswegen eine Person, der Adab hat, der Anstand hat, ist viel, viel angenehmer als Person. Und Al-A'mash rahimullah ta'ala, als er gefragt wurde über eine Person, der adablos ist, aber dieser hat Wissen, er sagte, und verschönert einem Schwein eine Perlenkette? Das heißt, wenn ein Schwein eine Perlenkette umhat, wer wird sagen, guck mal, wie schön die Perlenkette ist? Nein, warum nicht? Weil er ein Schwein ist. Deswegen, ja, Ikhwa, lasst uns diesen Adab lernen, bi idhnillah ta'ala. Er ist sehr, sehr schön. Tay. Wir wollen jetzt klären, was der Islam ist. So hat er angefangen, alayhi salatu wassalam, indem er sagte, dass du bezeugst, dass es niemanden Anbetungswürdigen gibt. Wir reden natürlich über Allah. Woher kommt der Name Allah? Wer sagt mir, woher kommt der Name Allah? Das ist ein gewaltiger Name. Und im Übrigen, nach der Ansicht der meisten Gelehrten, derjenige, der im Bittgebet das Wort Allahs, den Namen Allahs verwendet, im Bittgebet, indem wir zum Beispiel sagen, Allahumma, das heißt ja Allah, so wird von ihm erhört, worum er gebeten hat. Al-Ismul A'zam nennen die Gelehrten das. Warum? Weil sie die Überlieferung genommen haben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist Al-Ismul A'zam, wer? Der Name Allahs Azza wa Jal. Aber woher kommt dieser Name Allah? Wie ist dieser Name zusammengestellt? Na. Glaube vom Wort Ilah. Ilah, ja. Al. Was ist Al im Arabischen? Der Artikel. Also im Deutschen gibt es der, die, das. Okay? Der, die, das. Aber im Arabischen gibt es nur Al. Alhamdulillah. Weil in der deutschen Sprache auch, es gibt keine Regeln dafür. Du kannst nicht sagen, die Auto, dann lachen dich die Leute aus. Aber wenn du fragst, was ist die Regel, keiner kennt sie. Keiner kennt sie. Heißt es der gerade Kurve, die gerade Kurve oder das gerade Kurve? Ich weiß nicht, Allah wolle. Es gibt keine gerade Kurve. Es gibt keine gerade Kurve, richtig. Ihr lacht, ihr werdet alle reingefallen, seid ehrlich. Es gibt keine gerade Kurve. Das heißt, Al-Ilah. Ilah bedeutet was? Was bedeutet Ilah? Na. Vollständigkeit in der Liebe und Vollständigkeit. Was bedeutet Ilah? Das sind die, passt auf, na. Sozusagen etwas, was man anbetet. Der Anbetungswürdige. Der was? Der Anbetungswürdige. Das bedeutet, nicht alles und jeder, wer angebetet wird, ist auch anbetungswürdig. Schaut mal, was das Volk von Nuh sagte zu ihrem Volk. Qalu, la tadharunna alihatakum. Lasst nicht eure Götter. Und im Koran finden wir oft das Wort Aliha. Das ist die Mehrzahl für Ilah, Götter. Allah hat bestätigt, dass es Leute gibt, die sich Götter nehmen außer Allah. Allah hat das bestätigt. Aber jetzt die Frage, sind das anbetungswürdige Götter? Nein. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Dies ist deswegen, weil Allah alleine die Wahrheit ist. Und dass das, was außer Allah angebetet wird, das Falsche ist. Allah hat klargestellt, dass es außer ihm keine anbetungswürdigen Götter gibt. Aber die Leute, weil sie Juhal sind, und wenn du diese selbigen Leute fragst, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ Allah. Und wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, so werden sie sagen, gewiss, es ist Allah. Aber wenn du sie auch fragst, haben eure Götzen die Himmel und die Erden erschaffen, sagen sie nein.
Daraufhin haben sie aber angebetet. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, قُلْ أَيْ يَا مُحَمَّدْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ. Sag ja Muhammad, Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah. Das bedeutet, ihr Götzendiener habt den Beweis gegen euch gebracht. Ihr sagt selber, dass Allah nur einzig und allein die Himmel und die Erden erschaffen hat. Und das ist der Beweis gegen euch, Yawmul Qiyamah, dass ihr trotzdem etwas anderes angebetet habt. Ihr habt die Wahrheit bei euch, aber ihr betet Allah Azza wa Jalla nicht einzig und allein an. Das heißt, wenn wir sagen Al-Ilah, dann fällt etwas weg und dann heißt es Allah. Das ist die Ansicht von einigen Gelehrten und die anderen sagen, Allah ist ein Eigenname. Und von diesem Namen stammen alle anderen Namen ab. Zum Beispiel, wenn wir sagen Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Qadir, As-Samad und so weiter, dann sagen wir immer, Allah ist, wir würden nicht sagen, Ar-Rahim ist Allah. Passt auf, Ar-Rahim ist Allah, Ar-Razzaq ist Allah. Nein, sondern wir fangen mit was an? Wir fangen mit dem Namen Allah Azza wa Jalla an, weil von dort entspringen alle anderen Namen. Die anderen Namen sind alle abgeleitet von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, dass du bezeugst, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und hier, liebe Geschwister, haben wir zwei Sachen. Schaut mal, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, was der Islam ist, dann sagte er, dass du bezeugst, Shahada, dann Gebet, dann Zakat, Fasten, Hajj. Und als er gefragt wurde nach dem Iman, nach dem Glauben, was sagte er? Der Glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die und an die Vorherbestimmung und an den jüngsten Tag. Was fällt euch auf bei der Definition von Islam und der Definition von Iman? Was fällt euch auf? Bitte. Was bei Iman, das nur Sachen sind, also man kann es nicht tun, das ist eine reine Herzenssache. Und bei der Sache vom Islam, das sind Sachen, die musst du tun, also körperliche Anstrengungen. Sehr gut. Das eine, was wir Islam nennen, das heißt Shahada, Gebet, Fasten, Zakat, Hajj, sind A'mal Zahira. Das heißt äußerliche Taten. In der Regel siehst du diese Taten. Wenn einer vor uns bekundet, dass er den Islam annimmt, hören wir das? Und sehen wir das? Ja. Wenn einer betet, sehen wir uns, dass wir gegenseitig beten? Dass wir fasten, indem wir zusammen Iftar machen, Suhur machen? Wir sehen das. Oder wenn jemand die Zakat gibt, das sehen wir. Oder die Hajj verrichtet, auch das ist sichtbar. Das sind Taten, die äußerlich sind. Während die Taten von Al-Iman, wo sind? Im Herzen. Das bedeutet, wie glaubst du an Allah? Das sieht keiner. Keiner sieht, welchen Iman du in deinem Herzen hast. Keiner sieht das. Keiner sieht, wie du an den jüngsten Tag richtig glaubst. Aber natürlich, wer richtig glaubt an Allah Azza wa Jal, so müssen die Taten irgendwann was? Hä? Sichtbar werden, weil die Taten übersetzen das, was normalerweise im Herzen ist. So, jetzt wollen wir bei der Shahada bleiben, liebe Geschwister. Das bedeutet, der Muslim bezeugt, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte ist. Jetzt die Frage, ist jeder oder kann jemand gläubig sein, wenn er kein Muslim ist? Kann jemand gläubig sein, wenn er kein Muslim ist? Aber er sagte, ich glaube. Zum Beispiel, ich bin Jude, ich bin Christ, ich glaube. Er für sich behauptet, dass er glaubt. Er für sich. Aber nach unserer Religion kann er gläubig sein? Bitte? Warum? Weil er Taten machen muss. Ist das alles? Er macht auch Taten. Der Christ spendet auch. Der Christ geht auch in die Kirche. Und. Ist das das Entscheidende? Er muss die Shahada sprechen. Sehr gut. Er muss die Shahada sprechen. Und die Shahada im Ganzen. Dann erst wird er ein Muslim. Vorher nicht. Er muss
Allah subhanahu wa ta'ala's Einzigartigkeit, die Anbetungswürdigkeit bestätigen und auch, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Gesandter ist. Denn Ilah bedeutet Allah, la ma'buda bihaqqin illallah. Niemand ist anbetungswürdig außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses Glaubensbekenntnis, was du sprichst, wird nur von dir angenommen, wenn du verstanden hast, was du sagst. Du gehst jetzt auf die Straße und siehst einen Chinesen. Dann sagst du ihm, warte mal kurz, ich habe nur eine Frage an dich. Er sagt, was ist los? Du sagst ihm, sag, sprich. La, er sagt la. Ilaha, ilaha. Illa, illa, illallah. Ist er Muslim geworden? Aber er hat die Shahada gesprochen. Nein. Die Shahada muss auch im Herzen Bitte schön. Er muss auch wissen, was er sagt. Er muss wissen, was er sagt. Ja, nee, dass jemand das ausspricht. Es gab damals einen von unseren Leuten, von den Arabern, der ist zum Markt gegangen und dann ist er einfach zu den Leuten gegangen, er sagte zu ihnen, sag, und die haben es ihnen auch noch nachgesprochen. Ja? Ich glaube, die haben mehr Zeit gehabt, als sie wirklich wollten. Dann sagte er, sagt das, das, das. Dann sagten sie immer die Shahada. Dann hat er sie umarmt, Takbir gesagt und ist zum Nächsten gegangen. Und dachte, Masha'Allah, er wäre Abu Dawah. Wir haben gar nichts davon. Liebe Geschwister, man muss verstehen, was die Bedeutung ist. Von La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Das heißt, Allah Azza wa Jal sagt im Koran, Illa man shahida bilhaq wa hum ya'lamun. In Surat Zuhruf, in der Ayah 86. Außer, wer dann die Wahrheit bezeugt und die Tafsir-Gelehrten sagen, die Wahrheit hier ist La ilaha illallah, während sie Bescheid wissen. Während sie was? Bescheid wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fa'alam annahu la ilaha illallah in Surat Muhammad und wisse, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Was sagt Allah? Und wisse. Dieses Wissen ist notwendig, denn es muss auch in deinem Herzen umgesetzt werden. Es reicht nicht nur das bloße Lippenbekenntnis. Es gibt Leute, die nehmen den Islam an, zum Beispiel eine Frau, weil sie einen Mann heiratet. Sie hat einen Araber kennengelernt, einen Türken, einen Kurden. Und er sagt zu ihr, werde Muslima. Sie sagt, okay, ich mache das für dich. Dann sagt sie die Shahada. Frage, ist sie Muslima? Ja oder nein? Nein, weil sie es nicht für Allah gemacht hat, sondern für den Mann. Richtig. Und außerdem, sie weiß gar nicht, was das bedeutet. Und selbst wenn sie es wüsste, was das bedeutet, Yahya, wäre sie Muslima, wenn sie das für den Mann gemacht hat? Ist sie Absicht denn für wen? Ja, für wen ist ihre Absicht? Für den Mann. Das heißt, wird Allah es von ihr annehmen? Das ist keine Frau, die damit eine Muslima wird. Sondern sie muss das aus Überzeugung machen. Wir haben auch Leute, die den Islam annehmen, damit sie eine Frau heiraten von unseren Frauen. Wallahi, haben wir auch. Er will keine deutsche Frau haben, weil er sagt, die sind nicht so, wie ich sie mir wünsche. Ich möchte lieber eine arabische Frau, die macht mir jeden Tag Makloba und Couscous und was auch immer. Ich möchte lieber so eine Frau. Und dann nimmt er den Islam an. Warum? Wegen einer Frau. Ich habe das gehabt. Aber subhanallah, dann hat das mit der Ehe nicht geklappt. Dann hat er auch den Islam verlassen. Ganz komisch. Dann hat er auch den Islam verlassen. Das ist der beste Beweis, dass er das nur für die Frau gemacht hat. Diese Leute alle haben keinen Islam bei Allah, sie sind Kuffer. Auch wenn sie das Glaubensbekenntnis aussprechen. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen darauf Wert legen, dieses Glaubensbekenntnis zu sprechen. Und wenn du das Glaubensbekenntnis sprichst, dann musst du wissen, Allah ist dein einziges Ziel. Was bedeutet das? Jede Ibadah, Anbetung, die du machst, darf nur für wen sein? Für Allah Azza wa Jalla. Es gibt eine riesengroße Regel bei den Gelehrten. Kullu ma thabata annahu ibadah, fasarfuhu li ghayri Allahi shirk. Alles, was sich bestätigt, dass das eine Ibadah ist, so ist das, was du für jemand anderes an Ibadah machst, eine Form von Shirk. Jetzt sag mir, was ist eine Anbetung? Wenn wir sie machen für jemand anderes, dann sind wir in den Schirk hereingefallen.
Zum Beispiel, welche Anbetung? Auf Mutter schwören. Das ist auch Schirk, dass man auf die Mutter oder auf jemand anderen als auf Allah schwört. Bittgebete. Bittgebete, sehr gut. Dua. Ad-Dua huwa al-Ibadah, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Dua ist die Ibadah. Wenn du den für jemand anderes machst, gibt es Leute, die sowas machen? Wen bitten sie? Zum Beispiel? Nein. Sie bitten Ali, Hussein, Subhan al-Malik. Wallah, ich war einmal in Mekka. Und während ich Tawaf mache, überlegt mal, Allah sagt, fa'budu rabba, hatha al-Bayt. So dient Allah dem Herrn dieses Hauses. Stand einer neben mir und sagt, ja Ali. Überlegt, im Hause Allahs bittet er jemand anderen außer Allah. A'udhu billah, wie man abgeirrt sein kann. Und deswegen, jede einzelne Ibadah, sei es das Gebet, sei es das Fasten, sei es das Schlachten, jede Ibadah, die du für jemand anderen machst, außer Allah, wenn du sie auch für Allah und für dein Gelüst machst, bedeutet für eine Götze, für einen bestimmten Scheich, für einen bestimmten Alim, für einen bestimmten Gelehrten oder für einen Propheten oder sonstiges, dieses ist Schirk und du hast nichts von deiner Shahada. Du hast nichts von deinem Glaubensbekenntnis. Es geht nicht nur darum, den Islam anzunehmen. Das Wichtige ist, den Islam zu behalten. Annehmen tun ihn viele. Und viele fallen in den Schirk herein. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir verstehen, Allah alleine gehört die Anbetung. Für niemand anderen darfst du eine Anbetung machen, außer für Allah Azza wa Jalla. Wir reden von Anbetung. Da jetzt ein Bruder hilft den anderen beim Umzug, für ihn. Ist er in den Schirk gefallen? Hm? Warum nicht? Das ist keine Anbetung. Das ist keine Ibadah. Okay? Ein Mann rennt bis zum Ende der Welt, um seiner Frau eine Perlenkette zu kaufen. Nur für sie. Ist das Schirk? Nein, unrealistisch. Unrealistisch sowieso. Das heißt, diese Dinge haben nichts mit der Ibadah zu tun. Denn das weltliche Leben ist eine andere Sache. Aber alles, was Ibadah ist, so darfst du nichts von dieser Ibadah jemand anderen widmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso, wie wir sagen, Allah ist derjenige, der einzig und alleine angebetet wird, so ist auch der andere Teil der Shahada, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat eine Alleinstellung. Wer sagt mir, in was hat er eine Alleinstellung? In was hat der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam eine absolute Alleinstellung? Nein. In der Befolgung. Das heißt, wenn ich dir sage, da sind 10.000 Scheichs, die sagen das, aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat genau das Gegenteil gesagt, wen folgen wir? Nein, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das bedeutet, er ist der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala und er muss uns der Liebste sein unter allen Geschöpfen. Wenn ich dich frage, liebst du deine Mutter mehr oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebst du deine Kinder mehr oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was liebst du mehr, dein Vermögen oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Du musst Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben. Allah azza wa jalla sagt in Surah Al-Ahzab: "An-Nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim." Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst. Ja, du darfst dich selber nicht einmal mehr lieben als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dies ist eine Überlieferung bei Al-Bukhari von Abu Huraira radiallahu anhu an den Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ma min mu'minin illa wa ana awla an-nas bihi fi ad-dunya wal-akhirah. Iqra'u in shi'tum, an-nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim." Er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Kein Gläubiger ist da, außer dass ich ihm in der Dunya und in der Akhirah am liebsten unter allen Menschen bin."
dass ich mehr Anrecht auf ihn habe als alle anderen Menschen. Das wäre schön, wenn wir so leben würden. Ne? Das wäre schön. Und das zeigt sich in deinem Alltag. Deine Freunde rufen dich an bei einem heißen Tag und sagen, komm, wir gehen ins Schwimmbad. Für wen entscheidest du dich? Für Allah oder für dich selber? Du musst dich für Allah entscheiden. Und so gibt es viele Dinge in deinem Alltag, du musst Allah und seinen Gesandten vor alles bevorzugen. Subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, es ist für uns auch eine Pflicht, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu gehorchen. Was auch immer er uns befohlen hat von den Geboten. Das ist nicht eine Sache, wo wir sagen, khair, inshallah, das war früher. Nein, nein. Er muss befolgt werden. Hört, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Was euch der Gesandte gibt, so nimmt es an. Sunnah. Und was er euch verbietet, dessen enthaltet euch. Tut das nicht. Und fürchtet Allah. Allah ist streng im Bestrafen. Das heißt, Gehorsamkeit gegenüber den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und dass wir ihn nachmachen. Was heißt nachmachen? Das bedeutet, wie Allah azzawajal sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, wenn du behauptest, du liebst Allah, dann folgt mir, bedeutet, folgt dem Gesandten. Lieben wird euch daraufhin Allah. Das heißt, das ist deine Prüfung. Diese Ayah wird auch Ayatul Mihna genannt, weil damals gab es Leute, sie haben behauptet, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lieben. Dann hat Allah diese Ayah herabgesandt und dann wurden sie geprüft mit dieser Ayah, ob sie ihn wirklich lieben oder nicht. Weil jeder kann behaupten, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu lieben, aber die wenigsten tun es, liebe Geschwister. Und schaut, unter all diesen fünf Glaubens, unter all diesen Säulen vom Islam. Welche sind sie nochmal? Was sind die Säulen vom Islam? Wir haben es genannt. Ta. Die Shahada. Fadda. Okay. Das Gebet. Zakat. Fasten. Haben wir. Wir haben schon alle durch, ne? Okay. Wisst ihr, was traurig ist? Das sind die Säulen des Islam. Das heißt, das ist selbstverständlich eigentlich für einen Muslim, dass du diese Säulen auch umsetzt. Heutzutage müssen wir wegen jeder Säule nach La ilaha illallah hinter den Menschen hinterherlaufen und sagen, bitte, ich küsse deine Füße und deine Hände, dass du dieses und jenes machst. Das sind die Säulen des Islams. Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab sagt in Durar al-Sinniyya, er sagt, وَلَا نُكَفِّرُ إِلَّا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ وَهُوَ الشَّهَادَتَانِ. Und wir erklären niemanden zum Kafir, außer mit dem, worin die gesamten Gelehrten einen Konsens haben. Und das sind die beiden Glaubensbekenntnisse, das bedeutet La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Warum? Weil das ist klar. Ohne das wirst du kein Muslim. Was aber das Gebet anbelangt, ist jemand, der nicht betet, vom Islam raus oder nicht, was gibt es darüber? Darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten. Auch über die Zakat. Und so weiter und so fort. Das Einzige, was unter allen Gelehrten klar ist, ist was? Die Schahad. Alle anderen Sachen sind Meinungsunterschiede. Und es gibt auch eine Überlieferung, die was Gegenteiliges behaupten würde, wenn sie authentisch wäre, aber sie ist nicht authentisch. Daher sagte er, نُكَفِّرُهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ إِذَا عَرَفَ وَأَنْكَرَ. Und wir erklären ihn zum Kafir, sagt Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, nachdem er diese Sache verstanden hat, erlernt hat und daraufhin es ablehnt. Und daraufhin es ablehnt. Nein. Das heißt, der Islam ist das Wichtigste, was du erreichen kannst. Heutzutage, liebe Geschwister, gibt es Leute, der sagt dir, ich bin Mu'min. Und der zeigt dir auf sein Herz. Kennt ihr diese Leute? Ich nenne die Abu Mu'min. Weder betet er, noch fastet er, noch zahlt er die Zakat,
noch pilgert er zum Hajj. Du siehst nichts von den Taten. Aber er sagt dir, hier im Herzen bin ich Mu'min. Dann sagen wir ihm, Subhanallah, wie kannst du Mu'min sein, wenn du kein richtiger Muslim bist? Weil Al-Iman, der Glaube, ist ja eine Stufe über den Islam, Antwort? Natürlich. Er ist über den Islam. Und eine Überlieferung bei Imam Muslim, als ein Sahabi zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und er sagte, als die Kriegsbeute verteilt wurde, sie haben einen Krieg gehabt und dann wurde die Kriegsbeute verteilt, Al-Ghanima, dann sagte man zu ihm, Ya Rasulallah, a'tihi, fa innahu mu'min, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa Muslim. Schaut mal, subhanallah, eine Person hat im Krieg mitgekämpft, mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, von den Sahaba. Und dann kam einer und sagte, O Gesandter Allahs, gib ihm, denn er ist ein Mu'min, gib ihm etwas von der Kriegsbeute. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder doch nur ein Muslim. Wer sagt mir, warum hat er gesagt, oder doch nur ein Muslim? Was bedeutet das, oder doch nur ein Muslim? Na, mir gesagt, es gibt Unterschiede zwischen Taten machen, wie zum Beispiel bei den fünf Säulen, oder nur die Shahada aussprechen. Das heißt, mit anderen Worten, ob er Mu'min ist, das weiß nur Allah. Schaut mal, wie gewaltig die Angelegenheit ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir kommen jetzt zum Iman. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Die Wüstenaraber haben behauptet, dass sie Gläubige sind. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt ihnen, ihr seid viel mehr Muslime. Was hat Allah für sie bestätigt? Den Islam. Und hier sehen wir, wenn Islam und Iman beide als solche Wörter vorkommen, dann hat jedes Wort seine eigene Bedeutung. Aber wenn nur in einem Beweistext Islam steht und in einem anderen Beweistext Iman steht, dann steht das für alles. Mafhum? Wenn nur Islam, zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِي ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Wahrlich, die Gläubigen sind diejenigen, die an Allah und den Gesandten glauben und daraufhin nicht zweifeln. Was ist hier mit Mu'min gemeint? Nur Mu'min oder auch Muslim? Mu'min meint man automatisch Muslim. Außerdem zusammen. Aber in dem Beweistext, den wir gerade hatten, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Hier hat Allah einen Unterschied gemacht zwischen Iman und Islam. Warum? Weil der Iman ist nochmal eine Stufe höher. Du kannst beten und fasten und deine Zakat entrichten und auch die Hajj. Aber was ist in deinem Herzen? Wie stark ist der Glaube an Allah? Frage, kann ein Heuchler nach außen ein Muslim sein? Kann ein Heuchler nach außen ein Muslim sein? Ja, kann er. Obwohl er die ganzen Taten, die fünf Säulen macht? Kann sogar noch viel mehr machen. Richtig. Gab es Heuchler, die mit dem Propheten zusammen waren? Sie haben mit ihm den Dschihad vollzogen, sie haben mit ihm gebetet. Sogar sagte Ra'sul Munafiqin, der Kopf der Heuchler, als der Prophet geredet hat, sagte er zu den anderen, seid still, der Gesandte Allahs redet. Und er war der Kopf der Heuchler. Das sind die Leute. Du kannst diese ganzen Taten äußerlich machen. Aber was ist in deinem Herzen? Deswegen sagte Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, zwei Leute nebeneinander beten. Dasselbe Gebet, sie sagen dasselbe. Der eine ist im tiefsten Höllenfeuer und der andere im höchsten Paradies. Wer ist im tiefsten Höllenfeuer? Der Munafiq, der betet. Und der andere ist im höchsten Paradies, das ist der Gläubige. Aber wenn du sie nebeneinander beten siehst, siehst du den Unterschied zwischen ihnen? Sagt es mir. Man sieht ihn nicht. Warum nicht? Weil das sind Anzeichen, die du nicht siehst. Du siehst nicht den Iman bei einer Person.
Der Iman kann gewaltig sein bei einer Person. Aber du und ich, wir sehen das nicht. Und es gab Gläubige, niemand kannte sie außer Allah. Und welche Stellung sie gehabt haben, das glaubt ihr nicht, liebe Geschwister. Deswegen, Al-Iman, du kannst nicht einfach so Mu'min sein. Wenn auch einer dich fragt, bist du Mu'min, dann sagst du, wenn du überhaupt Ja sagst, dann sagst du, Inshallah. Warum? Weil Allah weiß, ob du ein Mu'min bist oder nicht. Du kannst viel von dir behaupten. Etwas zu behaupten ist leicht, wie ich euch gesagt habe. Leute in dieser heutigen Zeit, er sagt dir, ich bin ein richtiger Mu'min. Dass er alleine nicht betet, bringt ihn schon in höchste Gefahr. Und er sagt noch, ich habe ein reines Herz. Allahu Akbar. Wallah, Abu Bakr hat das nicht mal gesagt, was du sagst. Umar ibn al-Khattab hat das nicht gesagt, was du sagst. Aber die Leute wissen nicht mehr, was es bedeutet, Iman zu haben. Denn Iman ist etwas Gewaltiges. Und dieser Iman, liebe Geschwister, er ist praktisch, müsst ihr euch vorstellen, wie ein Haus, was auf Säulen aufgebaut ist. Wenn es keine Säulen gibt in dem Haus, kann man dann ein Haus bauen? Und so sind die 6 Säulen vom Iman. Die 6 Säulen vom Iman bedeutet, dass wir an Allah subhanahu wa ta'ala richtig glauben, dann an die, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, bitte, an den jüngsten Tag und an die Schicksal, an die Vorherbestimmung im Guten und im Schlechten. Sieht man das? Nein. Schaut mal, deswegen sagt Allah Azza wa Jal in Surat Al-Baqarah: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billah." Sagt, der vollständige Glauben von euch ist nicht nur, dass ihr euer Gesicht in Richtung der Gebetsstelle dreht. Vielmehr ist der wahre Glaube, dass ihr richtig an Allah glaubt und den jüngsten Tag. Das ist Iman. Das liebt aber niemand. Niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und daher, dieser Iman ist sehr, sehr wichtig. Dieser ist praktisch über den Islam. Wenn wir keine richtigen Muslime sind, dann werden wir auch niemals Mu'minun sein. Dann werden wir auch niemals Gläubige sein, liebe Geschwister. Dann fragte Jibril alayhi salatu wasalam, berichte mir vom Ihsan. Ihsan ist nochmal eine Stufe höher. Was ist Ihsan? Er sagte, an ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan, und passt auf, liebe Geschwister, das ist zwar die höchste Stufe, über die wir reden, aber wir verinnerlichen diese höchste Stufe, wisst ihr wann? Im Ramadan. Ich werde es erklären. Al-Ihsan, sagte er, alayhi salatu wasalam, ist, dass du Allah so anbetest, als würdest du ihn sehen. Und wenn du ihn auch nicht sehen kannst, er sieht dich. Jaulat, Allah ibarik fikum. MashaAllah, tabarak rahman. Immer gut drauf, die Kinder. Tay, was heißt das? Schaut mal, in ein paar Tagen ist Ramadan, bi'idhnillah ta'ala. Ramadan kommt sowieso, aber inshallah erleben wir das. Du bist zu Hause. Und niemand sieht dich. Und dein Magen macht knurr, knurr, knurr. Und du siehst, deine Mutter, die nicht da ist, hat aber schon alles vorbereitet. Couscous, der glänzt. Dazu dieses schöne, zarte Lammfleisch. Nüsse darüber. Schöne Karotten, die dich anlächeln. Und niemand ist da. Jetzt gehst du und siehst dann noch im Kühlschrank eine schwitzende Cola. Die schwitzt. Eiern. Könntest du essen und trinken und niemand würde dich sehen? Nein. Könntest du? Nein. Natürlich. Niemand von der Schöpfung sieht dich. Du könntest essen und trinken und satt werden und dann sitzt du am Tisch und sagst, Subhanallah, war das Fasten heute anstrengend. Aber du hast schon dich satt gegessen. Du könntest das machen.
Aber sagt mir, warum machen wir das nicht, obwohl wir alleine in der Wohnung sind, Taha? Weil wir wissen, dass Allah uns sieht. Das ist Ihsan. Du betest Allah an, als ob du ihn siehst. Und wenn du ihn auch nicht siehst, er sieht dich. Und wenn du in allen Angelegenheiten so bist, dann bist du Muhsin. Allahu Akbar. Dann bist du ein Muhsin. Das heißt, jetzt geht es nicht um Essen, sondern Steffi schreibt dir, Chat. Du hast die Möglichkeit, zurückzuschreiben oder nicht. Jetzt musst du Steffi genauso lassen, wie du auch den Couscous gelassen hast. Nicht, dass du sagst, Couscous ist Couscous und bei Steffi ist Muss, Muss, Muss. Mafhum? Dass du Allah so anbetest, als könntest du ihn sehen. Das ist die höchste Stufe der Anbetung. Das ist die Stufe von wem? Von den Propheten. Aber nicht nur von den Propheten, nein, auch von den gläubigen Dienern, liebe Geschwister. Aber was bedeutet das? Bedeutet das, dass man immer als Muslim diese höchste Stufe erreicht? Antwort? Antwort? Nein. Denn es gibt Phasen und Phasen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hanbala und Abu Bakr radiallahu anhuma, er sagte, لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. Er sagte zu Hanbala und Abu Bakr radiallahu anhuma, die sich gefühlt haben wie Heuchler, warum? Weil sie in der Gegenwart vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ein ganz anderes Gefühl des Imans hatte, als ob sie das Höllenfeuer und das Paradies sehen würden. Sie sagten, wenn wir aber zu unseren Ländereien zurückkehren, wenn wir zu unseren Frauen zurückkehren, wenn wir zu unserer Arbeit zurückkehren, dann haben wir nicht mehr dasselbe Gefühl. Kennt ihr das? Wenn ihr in der Moschee seid, ein anderes Gefühl, als wenn ihr zu Hause seid. Jetzt denkt keiner von euch an eine Sünde. Aber zu Hause ist das vielleicht anders. Und das ist der Unterschied hier, dass du, wenn du manchmal Dhikr machst, wie es hier in der Überlieferung heißt, du erwähnst Allah, du denkst an Allah, du denkst über die Gewaltigkeit Allahs nach, dann kommst du nie darauf, eine Sünde nur im Sinn zu haben. Aber wenn du in der Dunya versunken bist, dann guckst du wieder den Film und diese Serie und. Das heißt, dieser Ihsan, er muss nicht überbleiben, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu Hanbala und Abu Bakr al-Siddiq, er sagte zu ihnen, wenn ihr immer in dem Zustand wärt, so wie ihr mit mir seid, und wie ihr im Zustand von Al-Dhikr seid, wenn ihr Allahs erwähnt, wenn ihr immer in diesem Zustand wärt, dann würden die Engel vom Himmel auf euch herabkommen und euch den Handschlag geben, weil ihr die besten Geschöpfe seid. Aber sind wir das? Sind wir das? Sondern wir haben der Iman, Yazid wa Yanqus. Er steigt und er sinkt, weil alles, was steigt, kann auch sinken. Aber dieser Ihsan, du musst versuchen, ihn immer aufrecht zu erhalten. Zum Beispiel, in 10 Situationen hast du dich immer für Allah entschieden. Eine Sünde ist in deinem Kopf, du hast dich für Allah entschieden. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Wahrlich, die Gläubigen sind diejenigen, die, wenn Allahs gedacht wird, dann beben ihre Herzen. Die Tafsir-Gelehrten sagen, wenn sie gerade an eine Sünde denken, dann sagen sie, أعوذ بالله, suchen Zuflucht bei Allah und unterlassen die Sünde. Das sind die wahren Mu'minun. Möge Allah uns unter ihnen machen. Das sind die Leute, die Besten sind. Wenn du das 10 Mal hast, und beim 11. Mal fällst du in die Sünde, das ist was anderes, als wenn es umgekehrt wäre. 10 Mal machst du die Sünde und nur 1 Mal hast du deine Errettung gesucht. Und das ist der Ihsan, er kommt nach dem Islam und nach dem Iman, dann kommt der Ihsan, liebe Geschwister. Dann fragt er ihn, wann ist die Stunde? Natürlich, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selbst wenn er antworten wollte, weiß er, wann die Stunde ist?
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. Sprich, das Wissen darüber, über die Stunde, verfügt nur Allah Azza wa Jalla. Kein nachstehender Engel und kein Prophet weiß, wann die Stunde ist. Aber selbst wenn wir wüssten, wann die Stunde ist, es würde uns nichts bringen. Schaut mal, Hadith Anas ibn Malik bei Imam Muslim. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte zu ihm, Ya Rasulallah, mata sa'a. O Gesandter Allahs, wann ist die Stunde? Dann sagte er zu ihm, Wa mada a'adatta laha. Und was hast du für die Stunde vorbereitet? Warum? Weil das ist wichtiger, diese Frage. Nicht wann die Stunde ist, sondern was hast du dafür vorbereitet? Er sagte, La shay ya Rasulallah, illa wa ana uhibbu Allah wa Rasulah. Ich habe nichts Großartiges vorbereitet, außer dass ich Allah und seinen Gesandten liebe. Dann sagte er, Innaka ma'a man ahbabt. Du wirst mit dem sein, den du liebst. Deswegen aufpassen, wen man liebt. Manche lieben die Ungerechten, a'udhu billah, die Allah hasst, so wisse, mit wem du versammelt wirst, yawmul qiyamah. Die Stunde, wir wissen, dass sie an einem Freitag sein wird. An welchem Tag? An einem Freitag. Und so gibt es auch ein Hadith, dass die Tiere sich an einem jeden Freitag fürchten. Außer die Menschen und die Djinn, weil sie wissen nichts darüber, wann diese Stunde sein wird. Diese Stunde, liebe Geschwister, ist eine Angelegenheit, wo es viele Ereignisse davor geben wird. Wir haben kleine Zeichen und große Zeichen. Was die kleinen Zeichen anbelangt, so ist nach der Ansicht von einigen Gelehrten schon alles eingetroffen. Manche Gelehrte zählen 90 kleine Zeichen, manche haben über 110 gezählt. Das hat damit zu tun, ob manche Hadithe als authentisch gesehen wurden oder nicht. Auf jeden Fall haben die kleinen Zeichen schon angefangen mit dem Tod von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und ihr seht jetzt auch, was habt ihr letztens in Mekka gesehen, beziehungsweise in Medina? Grün. Subhanallah, alles grün. Alles grün. Wer wusste das? Wer hat das gewusst? Ich sage euch, wer das gewusst hat, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, weil Allah ihm dieses Wissen offenbart hat. Natürlich nicht ein Prophet hat auch kein verborgenes Wissen, sondern außer das, was Allah ihm davon mitteilt. Aber der Unterschied zwischen den kleinen Zeichen und den großen Zeichen, die großen Zeichen kommen am Ende der Zeit und wenn sie kommen, kommen sie ganz schnell hintereinander. Hintereinander. Das heißt, das sind Anzeichen von der Stunde. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann fragte Jibril alaihi salatu wasallam, was sind die Vorzeichen von dieser Stunde? Und es heißt in dieser Überlieferung von Umar ibn al-Khattab, er sagte, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass die Sklavin ihre eigene Herrin zur Welt bringt und barfüßige, nackte und bedürftige, dass du siehst, wie Schafshirten mit einem Mal gegenseitig im Bauen von Hochhäusern sich versuchen zu übertreffen. Subhanallah. Was heißt, dass eine Sklavin ihre Herrin zur Welt bringt? Das bedeutet, liebe Geschwister, es gibt Frauen, die sind Sklavinnen. Das gab es damals in der Zeit. Nicht der Islam hat das Sklaventum eingeführt. Als der Islam kam, gab es schon Sklaven? Okay, schaut mal. Der Islam hat den Sklaventum, oder das Sklaventum, wir wollen gutes Deutsch reden. Ne? Der Islam hat das Sklaventum nicht eingeführt, aber beendet. Wie beendet? Es gibt viele Taten. Wer das macht, so soll er was befreien? Einen Sklaven. Als Wiedergutmachung von Kafar. Der Islam hat das Sklaventum befreit und die Kuffar wollen mit uns reden über Sklaventum. Alhamdulillah, wir haben das beendet. Gibt es noch Sklaven? Nein, ich weiß nicht. Diese Sklavinnen bringen ihre Herrin zur Welt. Was bedeutet das? Sie bringt eine Tochter oder einen Sohn zur Welt, die Sklavin, und diese Kinder
befehlen dann den Eltern oder der Mutter, was sie zu tun hat. So wie heute, richtig? Haben wir das? Nein. Mama, wenn ich da bin, steht das Essen bereit. Die Hose ist gebügelt. Die Wäsche ist getrocknet. Und weh dir, dass du mir keine 50 Euro auf den Tisch legst. Reden so die Jugendlichen heute mit ihrer Mutter? Das ist das Problem. Diese Jugendlichen, mit ihnen hat die Stunde angefangen. Sie befehlen der Mutter, was sie zu tun hat. Eine Erklärung. Die andere Erklärung, das ist die Erklärung von den meisten Gelehrten, ist, dass wenn es Kriege gibt und am Ende der Zeit wird es viele Kriege zwischen Muslimen und Nichtmuslimen geben und die Muslime werden sich Sklavinnen nehmen, auch im Krieg, und wenn sie dann mit einer Sklavin Geschlechtsverkehr haben und es kommt ein Kind heraus von dieser Sklavin, das heißt, sie bringt ein Kind zur Welt, dieses Kind ist ein freies Kind, hat nicht den Sklavenstatus und ist damit höher als die Sklavin selber. Das sind alles Anzeichen. Und schaut mal, und die nackten, barfüßigen Schafshirten, sozusagen die Araber, werden sich gegenseitig überbieten im was? Im Baum der Hochhäuser. Ich habe gestern mit den edlen Brüdern noch darüber gesprochen, subhanallah. Schaut mal, in Dubai gibt es ein Gebäude, wer kennt das? Hä? Burj al-Khalifa. Oder Burj al-Arab. Es gibt Gebäude, wie hoch sind sie teilweise? Wie hoch? Hä? Fast ein Kilometer. Jetzt wird sogar eins gebaut, was über ein Kilometer sein soll. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Burj Khalifa wird noch einer drunter. Ja. Wer hat das gebaut? Die Schafshirten von damals. Wer konnte so etwas wissen? Wallahi, wir sehen das mit unseren eigenen Augen. Wer konnte so eine Sache wissen? Das ist Elm und Rey. Diese Hochhäuser werden getoppt und getoppt. Die haben gesehen, Burj al-Arab, Burj al-Khalifa, wir werden noch höher bauen. Sie überbieten sich was? Im Bauen der Hochhäuser. Das ist passiert. Und wir haben das in dieser heutigen Zeit. Deswegen wisset, das ist euer Liebling Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der wahrhaftige Prophet ist, der uns das alles gesagt hat, liebe Geschwister. Und dann kommen wir zu Ende. Dann ging Jibril weg, nachdem er alle diese Fragen gefragt hat. Was haben wir gesagt? Hat er es gewusst oder nicht? Er hat es gewusst. Aber warum hat er gefragt? Damit er euch eure Religion beibringt. Und das ist auch eine schöne Art, indirekt jemanden die Religion beizubringen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja Omar, o Omar, weißt du, wer der Fragende war? So antwortete Omar radiallahu an, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, das war tatsächlich der Engel Jibril, der zu euch gekommen ist, um euch in eurer Religion zu belehren. Das heißt, er hat uns damit die Religion beigebracht, uns einen Überblick über unsere Religion gegeben, liebe Geschwister. Und hier sehen wir, wie Omar geantwortet hat, radiallahu anhu. Er sagte, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und dieses ist nisful ilm, das heißt die Hälfte des Wissens, dass du sagst, Allahu a'lam. Schaut mal, was Ali radiallahu anhu sagte, und diese Überlieferung ist in Jami' Bayan Al-Ilm von Ibn Abd al-Barr radiallahu rahimullah ta'ala. Er sagte, Ali radiallahu an, وَلَا يَسْتَحِي مَنْ يَعْلَمُ إِذَا سُئِلَ عَمَّ لَا يَعْلَمْ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمْ. Und derjenige sollte sich nicht schämen, der weiß, wenn er nach etwas gefragt wird, was er nicht weiß, dass er sagt, Allah weiß es am besten. Allah weiß es am besten. Das bedeutet, es gibt Dinge, die weißt du nicht, dann antworte nicht. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt in dieser heutigen Zeit, Alhamdulillah, wir haben die Bücher, wir haben die Sunan-Bücher, wir haben alles, Erklärung vom Koran, Tafsir und so weiter und so fort. Für uns ist das leicht. Aber überlegt mal, damals die Leute, die haben alles im Kopf gehabt. Und daher, das war schwer. Zu Imam Malik kam eine Gruppe von Leuten, rahimullah ta'ala, und sie sagten zu ihm, ja Imam,
Wir sind mit 40 Fragen zu dir gekommen. Wisst ihr, wie viele er davon beantwortete? 6 oder 7. 4. Dann sagten sie, ja, Imam Malik, wenn du nicht weißt, wer weiß? Wenn du nicht weißt, wer weiß das? Das heißt, zu wem sollen wir gehen? Was sollen wir unseren Leuten berichten? Wir sind hunderte von Kilometern gereist zu dir. Und ihr wisst, was damals eine Reise war. Um eine Antwort von dir zu bekommen. Und du schickst uns wieder nach Hause. Was sollen wir den Leuten sagen? Er sagt, sagt ihnen, Imam Malik weiß nicht Bescheid. Aus. Imam Malik weiß nicht Bescheid. Muss er alles wissen? Nein. Atta ibn Abi Rabah, einer der großartigen Tabi'in, als er gefragt wurde, wie ist die Angelegenheit hier in dieser Religion? Er sagte, la adri, ich weiß es nicht. Allahu alam, sagte er, Allah weiß es am besten. Dann sagte man zu ihm, wenn du die Antwort nicht weißt, dann sag uns deine Meinung. Er sagte, wallahi, ich schäme mich, in die Religion Allahs meine Meinung hereinzubringen. Das waren Leute, die Allah Azza wa Jal gefürchtet haben. Die wussten, was es bedeutet, nicht zu sagen, Allahu A'lam. Denn dieses ist ein gewaltiges Verbrechen, dass du antwortest ohne Wissen. Und wir haben das. Wir haben das. Schaut mal, nur die Diskussionen in den sozialen Medien. Alles Gelehrte, hä? Alles gelernt. Pass auf, wenn ich jetzt so einen von diesen Leuten, die mashallah im Diskutieren sind, wenn wir einen Test mit ihnen machen, so wirklich die Basics, Juz Amma, nicht 40 Hadith, ich sage 2 Hadith von An-Nawawi, nicht mal 40 Hadith. Glaubt ihr, die könnten uns antworten? Hm? Was sagt ihr? Aber wer diskutiert am heftigsten? Genau diese Leute. Al-Waybida. Und die Überlieferung bei Imam Ahmad, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte, وَيَنْتِقُ فِيهَا Al-Waybida. In dieser Zeit, das heißt die Zeit der Fitan, werden die Al-Waybida auch reden. Dann wurde er gefragt, wer sind die Al-Waybida? Er sagte, Al-Rajlu Tafi, يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ. Er redet über die großen Angelegenheiten von den Muslimen. Und das seht ihr, subhanallah, manche Gelehrte trauen sich eine Antwort nicht zu geben über Takfir, über jemanden, der vom Islam ausgeschlossen wird. Wir haben Leute, der sagt, ich mache das schon. Ich bin dafür da. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Du bist dafür da. Und das sind die Leute, die keinen Respekt haben vor Allah und seinen Gesandten. Warum? Weil hätten sie Respekt, würden sie reden oder sich zügeln. Dann würden sie sich zügeln. Weil diese Leute respektlos sind, reden sie in der Religion. Und Umar radiallahu anhu hatte eine Heilung für solche Leute, sein Stock. Der hat jeden zur Vernunft gebracht, sein Stock. Seht ihr das nicht in den sozialen Medien, wie die Leute diskutieren miteinander? Seht ihr das? Schwestern auch, Allahumma barik, Schwestern, jede Sheikha, jetzt geworden, MashaAllah. Wallahi, wir studieren seit 20 Jahren und es ist so, als ob wir noch nichts gelernt haben. Habt ihr einmal von mir eine Diskussion mit jemandem gesehen? Habt ihr einmal sowas gesehen? Eine Diskussion mit jemandem? Wir sind auch nicht die Leute, die diesen Job übernehmen. Diesen Job übernehmen wer? Die? Die Gelehrten. Und daher, Ikhwa, kommt runter von eurem hohen Ross. Wallahi, jeder weiß über sich selber Bescheid. Wir brauchen niemanden aufzudecken. Was kannst du vom Koran? Wie viele Hadithe kennst du? Wie viele Qawaid, Fiqhiyya und Aqidiyya kennst du? Wie viele Bücher hast du gelernt? Ja, wenn jetzt einer kommt, der hat in jedem Wissenschaftsbereich mindestens 5 Bücher mit einem Sheikh studiert, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin, dann ist man ein Schüler des Wissens. Aber eine Person, der hat nicht mal das Vorwort gelesen von einem Buch. Einer hatte einmal ein Vorwort gelesen, ich habe ihm gesagt, bist du schon durch? Er sagt, nein, ich bin noch beim Vorwort. Aber er wollte mit mir diskutieren. Vorwort vom Buch. Er hat noch nicht mal angefangen. Das heißt, nicht mal die Einleitung hat er gelesen. Und deswegen, liebe Geschwister, soll man sich zurückhalten. Ist das ein Verbrechen, dass man sagt, Allahu A'lam, ist das ein Verbrechen? Nein, im Gegenteil. Du schützt dich damit und schützt deine Religion. Denn wenn etwas Falsches verbreitet wird über die Religion durch dich,
dann sollst du wissen, Allah Azza wa Jal sagt, und damit schließe ich ab, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sprich, sagt Allah Azza wa Jal, in Surat Al-A'raf, mein Herr hat alle Abscheulichkeiten verboten. Das heißt, wir dürfen keine Sünden machen. Wenn du lügst, sündigst du. Wenn du beschimpfst, sündigst du. Das sind Sünden dir gegenüber. Jetzt kommt eine Stufe höher. Und dass ihr anderen Unrecht antut. Jetzt kommt noch eine Stufe höher. Und dass ihr Allah etwas zur Seite stellt, wofür er euch keine Erlaubnis gegeben hat. Und jetzt der Gipfel von dieser ganzen Sache. Und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Deswegen sagte Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala in I'lam al-Muwaqqi'in, das heißt, es ist ein Buch, wo er über die Leute geredet hat, die sozusagen im Namen Allahs unterschreiben, durch eine Fatwa rechts und links. Er sagte, diese Leute, indem sie ohne Wissen über Allah sprechen, sie begehen Schlimmeres als Schirk. Allahu Akbar. Die schlimmste Sünde, die größte Sünde ist was? Schirk. Aber was führt zum Schirk? Das Lügen verbreiten über die Religion. Das heißt, die Unwissenheit. Die führt zum Schirk. Und jemand, der ohne Wissen über die Religion Allahs redet, dieser ist in dieser Ayah wieder zu finden. Was sagt Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu? Schäme dich nicht. Schäme dich nicht, zu sagen, ich weiß es nicht. Dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Schämen sollten wir uns, wenn wir über die Religion etwas sagen, was wir nicht wissen. Allah, ich weiß noch einmal, wir saßen vor einem Großgelehrten, der wurde gefragt und ich bin mir sicher, er kennt diese Antwort. Aber zu dem Zeitpunkt, subhanallah, ist sie ihm entfallen. Er wurde über einen Hadith gefragt, beziehungsweise darf ein Kafir Ruqya machen lassen. Also das heißt, darf ein Muslim bei einem Kafir Ruqya machen. Ihr wisst, was Ruqya ist? Nein. Wer weiß nicht, was Ruqya bedeutet? Ruqya ist eine Behandlungsmethode, dass du auf die Person Koran liest oder auch Hadithe oder Dua, etwas von dem, was erlaubt ist, und damit kannst du eine Person mit der Erlaubnis Allahs Azza wa Jalla heilen. So. Er wurde gefragt, es gibt eine ganz klare Überlieferung von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu bei al-Bukhari, dass er so etwas vorgenommen hat für einen Stammesführer und er hat dafür sogar 30 Schafe bekommen. Dieser Gelehrte kennt natürlich Bukhari nicht nur auswendig, in- und auswendig. Aber subhanallah, zu dem Zeitpunkt ist ihm das verflogen. Er hat ganz, ganz klar und zart gesagt, ich weiß es nicht. Nichts davon. Und wisst ihr, was frech ist? Dass man dann für ihn antwortet, aber ich weiß es. Gibt es solche Leute? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg der Sunna befestigen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanak lauma bihamdik, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu lik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i.